Es wird ein Tag kommen, wo wir alle sterben werden. Und deswegen sollten wir uns Gedanken machen, welche Religion wir folgen. Folgen wir dem Islam oder dem Buddhismus oder dem Hinduismus oder was auch immer, oder dem Christentum nur, weil wir es von unseren Eltern geerbt haben. Und lassen wir von unseren Eltern die wichtigste, lassen wir unsere Eltern die wichtigste Entscheidung unseres Lebens machen? Oder wollen wir selber nachforschen und diese Wunder des allmächtigen Gottes annehmen und sagen, La ilaha illallah, es gibt keinen, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und Muhammad ist der Gesandte Allahs, Muhammad Rasulullah. Denn wenn man dieses Wort sagt, in diesem Moment wird man los von allen Sünden und man ist auf dem Weg zum Paradies. Alhamdulillah. Ich sage diese Worte und falls jemand bereit ist, den Islam heute anzunehmen, dann kann er uns gerne jetzt Bescheid sagen. Ist jemand da? Ihr müsst immer auf euren Nachbarn sagen, du willst Islam annehmen? Willst du nach vorne kommen? Inshallah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah. Noch einer? Alles okay? Du hast dich schon beschäftigt mit der ganzen Sache, bestimmt, ne? Ja. Ich aber, sag mal lieber vor. Okay, ich sag das nochmal vor, erstmal auf Deutsch, inshallah, und danach, dann machen wir das nochmal auf Arabisch, inshallah. Man sagt auf Deutsch, das, also man sagt, Eshhadu an la ilaha illallah, das bedeutet, niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Und dann sagt man, Eshhadu an Muhammada Rasulullah, Eshhadu an Muhammadan Rasulullah, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allah ist, dass man das glaubt, was er berichtet hat. Ja? Und was er gezeigt hat und dass wir daran glauben, was er gebracht hat und dass wir wissen, wir wollen Gott, den einen Gott so dienen, wie der Prophet Sassam gezeigt hat. Ja? Ich sage es erstmal auf Deutsch. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Keep that over by him. Ashhadu an la ilaha. An la ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. An Muhammad. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Erstmal, ich muss ihm erstmal. Oh, jetzt hat er eine Mütze gegeben, da kommen jetzt noch mehr, die wollen alle eine Mütze haben. Wo sind die Bücher von uns? Und deswegen, ich werde mich jetzt noch ein bisschen um ihn kümmern, wenn der Vortrag stattfindet. Ich wollte auch nochmal gratulieren, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Und jetzt bist du, Alhamdulillah, von allen Sünden, inshallah. Und deswegen musst du jetzt weitermachen, inshallah. Ich werde dir gleich mal zeigen, welche Bücher. Kriegst du von uns noch ein paar Bücher geschenkt. Und dann gebe ich dir auch meine Telefonnummer, dass wir in Kontakt bleiben können, falls irgendwas gibt. Und damit wir anfangen können mit Yusuf Estes, bitte ich euch, ihm nachher nochmal zu gratulieren.